Meine lieben Freunde, sorry für den Schnitt jetzt. Wir fangen jetzt einfach genau mittendrin Dann dachte an. ich mir so, ach komm, geh mal zur Temo-App. Guck mal, haben die Lockpicking-Stuff? Findest du da überhaupt irgendwas zu dem Thema? Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden, aber Lockpicking ist bei Temo irgendwie nicht so sehr angesagt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Türöffnungskarten geholt. Also wenn ihr die Tür zuzieht, dann habt ihr schon so gut wie verloren, sagen wir es mal so. Muss dazu sagen, wir machen den Test an einer ganz normalen Zimmertür. Das hier ist das erste Produkt, das sind diese Karten. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob die jetzt super toll sind oder super schlecht sind. Ich benutze sie wirklich zu selten. Mir ist die Anwendung natürlich klar und ich kann das auch durchführen, aber ob jetzt diese Karten Schrott oder okay sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich fand sie jetzt in der Anwendung nicht sehr schwer. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie auch, wenn man zu doll alles macht, dass die da echt hart biegen. Also seid ein bisschen vorsichtig, macht's wirklich mit Feingefühl, damit eure Karte nicht später irgendwie so aussieht. Das muss echt nicht sein. Also ganz entspannt, wirklich bei allem, was ihr tut. Das sage ich auch meinen Freunden nächstes Mal beim Picken, einfach ganz entspannt. Und wir schauen uns mal an, wie es bei mir aussah. Das ist das Set, was ich mir gekauft hatte und das ist dann angekommen. Ich habe hier mal Multipick Snake hingelegt, so als Vergleich. Dazu gab es dann noch Spannwerkzeug, Standard im China-Set. Ich glaube, das kennen die meisten von uns, wenn wir mal ehrlich sind. Wir schauen uns gleich mal den ersten Rake an. Mountain oder City Rake. Rechts haben wir Multipick und links haben wir Teemo oder Teemo. Hier haben wir den normalen Hook, also Hook 1 würde ich behaupten, zum Setzen der einzelnen Stifte. Den Diamond. Damit kann man sehr gut anhaken und auch einzelne Stifte setzen. Kleines Multitalent. So, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir nehmen jetzt mal nicht was ganz so Schweres. Ich glaube, dass sowas wie ein Tuck ist, falls ich mich nicht irre. Oh, das wird schon übel hier. Schon allein das Einspannen. Ich nehme den Mountain. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir haben es aufbekommen. Wir haben es auf jeden Fall aufbekommen. Ist aber wirklich sehr rutschig, muss ich sagen. Mit diesem Spanner auf jeden Fall. Ah, nicht schlecht. Der Mountain hat hier schon mal funktioniert. So, das war jetzt das ganze Set an sich. Ich habe mir das hier schon mal so ein bisschen hingelegt. Die Spanner an sich, also das ist meine persönliche Meinung, die Spanner an sich werde ich nicht behalten. Aus folgendem Grund, die sind mir zu dünn und sie sind mir zu rutschig. Ich werde jedes Mal das Problem haben, dass mir der Spanner wegfliegt. Also seid da ein bisschen gewarnt, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Hier bei dem Hook und bei den Rakes, den Hook will ich auch nicht behalten, denn wenn ich damit picke, dann komme ich bis zum dritten Pin und dann verkantet sich die ganze Geschichte und es wird frustrierend. Die Rakes an sich, also hier der Mountain und der Diamond und der Snake, gefallen mir eigentlich recht mittelmäßig. Für unterwegs total cool, aber wie gesagt, für die Preisklasse könnt ihr da nicht so viel erwarten. Ist aber machbar. Hier bei den Karten könnt ihr natürlich einmal in der Mitte cutten und dann habt ihr da nicht mehr so eine große Karte. Sehe ich jetzt gar kein Problem mit. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht der größte Kartenkünstler. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde die nicht schlecht. Es war nicht schwer und es klappt auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir noch zu einer Sache. Ich hatte noch ein drittes Tool bestellt und das ist das hier. Das erkläre ich euch gleich, aber nur theoretisch, weil ich es praktisch nicht benutzen kann.
Warum bringt mir dieses Tool hier nichts? Weil ich hier einfach gar nicht in die Zwischenräume komme, um die Schließnase zu erreichen. Hier in dem Falle würde ich sie so wegdrücken. Da wir aber so einen Rahmen und so eine Tür haben, die Überlappungen haben, können wir dieses Tool komplett vergessen, weil wir hier gar nicht erst durchkommen. Es gibt natürlich aber auch Türen, wo das klappt. Aber in den meisten Fällen haben wir diese Tür. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich werde es jetzt ein bisschen anschrägen. Ihr macht das natürlich gerade, dass wir dann hier die Schließnase wegdrücken könnten. Und so wäre die Tür auf. Und das könnten wir natürlich dann auch rein theoretisch von der anderen Seite dann so rum machen. Das war der Gedanke dahinter. Leider habe ich keine Tür, wo ich euch das zeigen kann. Deswegen hier nur die Tür. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ciao!